Grüezi und willkommen bei Grillmuster. Heute gibt es bei uns einen herbstlichen Kaiserschmarrn. Und zwar mit einem Kompott aus Kürbis und Apfel. Und wie wir das gemacht haben, zeigen wir dir in unserem Video. Viel Spaß dabei! Für unseren herbstlichen Kaiserschmarrn brauchen wir folgende Zutaten. Wir brauchen Mehl, zimmerwarme Butter, Rosinen, Eier, etwas Milch und ein wenig Vanillezucker. Für die Soße dazu, respektive das Mousse, brauchen wir Butternutkürbis, Jonathanapfel, etwas Zucker und noch ein bisschen Schnaps. Wir haben dies so zubereitet, indem wir 200 Gramm Kürbis genommen haben, 300 Gramm Apfel, das mit etwas Apfelsaft in einer Pfanne weich gekocht, dann eine Vanilleschote dazugegeben, etwas Vanillezucker und einen guten Schluck vom Apfelschnaps. 10 Minuten einkochen lassen und dann mit dem Pürierstab das Ganze schön püriert und so hast du das schön gelbe Mousse zu deinem Schmarrn. Die Eier haben wir getrennt und Eiweiß wurde steif geschlagen mit etwas Salz und Zucker. Nichts Spektakuläres, also viel wichtiger ist das, was wir jetzt hier machen. Wir haben die Eigelb, die zerschlagen wir jetzt ein bisschen. Geben eine Prise Salz dazu. Wir haben jetzt die Masse einmal mit dem Schneebesen verrührt. Dass die Masse auch schön luftig wird jetzt, nehmen wir unser Mixgerät. Wir gönnen dir für den Moment ein bisschen Musik. Und siehst du jetzt den Unterschied? Die Masse ist sehr, sehr schön glatt gerührt. Wir geben jetzt noch die Rosinen dazu. Da ist einfach wichtig, dass du das Wasser oder den Schnaps, je nachdem was du nimmst, abschüttest, damit nicht zu viel Flüssigkeit in der Masse drin ist. Wir geben die dazu. Rühren nochmal. Das riecht schon lecker. Jetzt ist die Masse vorbereitet. Hier haben wir das geschlagene Eiweiß und das ziehen wir jetzt ganz vorsichtig drunter. Nicht alles aufs Mal dazugeben, Teil beiseite stellen, dann schön vorsichtig unterheben. Die Masse ist sehr, sehr luftig durch das Eiweiß und das ist sehr wichtig, dass der Kaiserschmarrn dann auch schön aufgeht auf dem Grill. Unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen und jetzt geht es nach draußen zu Petra, wo der Kaiserschmarrn auf dem Grill schön goldgelb ausgebacken wird. Markus hat nun den Kaiserschmarrnteig soweit fertig gemacht. Nun geht es ans Ausbacken und das werden wir auf dem Grill tun. Und zwar backen wir als erstes den Kaiserschmarrn in unserer Pfanne goldbraun an und werden ihn dann in der Mitte ziehen lassen. Das heißt, wir haben hier rechts und links die Brenner angeschaltet auf minimaler Stufe. Als erstes kommt nun die Butter, ein gutes Stück. Lasst dem Kaiserschmarrn auch etwas Zeit zum Ausbacken, damit es nicht zu schnell geht, damit er Zeit hat zum Aufgehen, damit er richtig schön fluffig wird. Jetzt kommt der Teig hinein. Und jetzt lassen wir die erste Seite gut anbacken, damit er etwas Farbe bekommt und auch schon aufgeht. Wir machen unseren Kaiserschmarrn mit Rosinen. Wir haben ihn so am liebsten. Es gibt natürlich sehr viele andere Varianten. Wie ihr sehen könnt,
fängt jetzt langsam der Teig an zu stocken. Es bilden sich auch Blasen oben und es wird langsam an der Seite fest. Und das heißt für uns, wir nehmen es in die Mitte, in die indirekte Zone, damit er dann ein bisschen ausbacken kann, nicht zu viel Hitze hat. Jetzt schließen wir den Deckel für ein, zwei Minuten und dann sehen wir uns wieder. Die zwei Minuten sind nun um. Schauen wir mal, was unser Kaiserschmarrn macht. Sehr schön, schon richtig gestockt. Dann werde ich jetzt unser gutes Stück einmal vierteln und auf die andere Seite drehen. Durch das, dass wir den Kaiserschmarrn indirekt gegart haben, ist die Oberfläche jetzt auch schon etwas angestockt bzw. angetrocknet und die vier Teile lassen sich sehr gut wenden. Und das sieht natürlich schon herrlich aus. Damit die andere Seite natürlich auch schön Farbe bekommt, stellen wir das Ganze nochmal auf die Hitze. Und die Butter darf nicht fehlen. Nun hat der Kaiserschmarrn unten auch sehr viel Röstaroma bekommen. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt aus den großen Stücken kleine zupfen. Jetzt ist das Ganze gezupft. Nun eine ordentliche Portion Puderzucker darauf und wird noch karamellisiert. Nun drehen wir den Grill noch etwas auf. Richtig schön goldbraun gebacken. Es duftet jetzt schon nach Karamell und Kaiserschmarrn. Das heißt, wir nehmen unseren Kaiserschmarrn vom Grill und gehen zu Markus und der wird euch den Teller anrichten. Bis gleich. Unser Kaiserschmarrn, sehr schön goldgelb gebraten, ausgebacken und karamellisiert. Ja, jetzt geht es ans Anrichten des Tellers. Wir müssen noch unser Kürbis-Apfelmus nach vorne nehmen. So. Sagen wir, machen hier schönen großen Klecks drauf. Und unser Kaiserschmarrn ist angerichtet. Noch zum Schluss etwas mit Puderzucker bestäubt. So richtig einladen und zum Reinbeißen. Wir hoffen, unser Video hat dir sehr gut gefallen. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben. Und wenn du uns ein Abo dalässt, wäre das natürlich super. Das Rezept findest du wie üblich in der Infobox oder auf unserer Homepage. Wir wünschen dir viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Liebe Grüße aus der Schweiz. Tschüss. Tschüss.